Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben Freitag, es ist kurz vor 9 und ich bin mit den Kindern schon beim Einkaufen gewesen. Wir waren im Rewe und bezahlt haben wir 92 und ein bisschen was und ich sehe gerade, die Erdbeeren sind kaputt. Naja, haben wir jetzt gar nicht drauf geschaut. Also, ich habe einmal Erdbeeren mitgenommen. Die muss ich jetzt gleich nachschauen, weil da ist eine schon ein bisschen eingedellt. Dann habe ich zweimal Wraps mit Leinsamen mitgenommen. Und hoffte eine kleine Wassermelone mit. Die ist echt nur so groß. Krass. Dann habe ich ein paar Tomaten mitgenommen. Dann habe ich 6 Karotten mit. Die 6. weiß ich gerade gar nicht, wo die ist. Die liegt noch irgendwo drin. Auf jeden Fall 6 Karotten. Habe ich mitgenommen, dann durfte 2 Birnen mit, die andere auch noch irgendwo, ah hier, und da habe ich nicht 3 Birnen gehabt, sieh mal gerade, Moment, ich muss wahrscheinlich das Gemüse alles hier rausholen, Moment, so, irgendwo habe ich nämlich noch eine Birne, dachte ich. Wir werden sehen. Auf jeden Fall diese 2 Birnen. Dann durfte ein Bündel Bananen mit. Dann habe ich eine Galia-Melone mit. Dann durfte ein Bund Radieschen mit. Dann an Gemüse habe ich noch 5 kleine Gurken mitgenommen. Dann, 6 kleine Gurken. Dann durfte ein Kopf Weißkohl mit, weil bei uns wird es morgen selbst gemachten Döner geben. Und dazu habe ich gesagt, mache ich Weißkohl und Rotkohlsalat selbst. Deswegen einmal Weißkohl und einen Kopf Rotkohl. Und den kann man ja so für andere Sachen auch noch verwenden. Dann habe ich 2 Romana-Salate mitgenommen. Dann durfte 2 Kilo Zwiebeln mit. Was haben wir noch an Gemüse? Ah, da unten, genau. Da unten ist die dritte Birne. Dann habe ich einmal zum Probieren so eine Nashi-Birne mitgenommen. Das ist übrigens noch die 6. Karotte und das war's an Gemüse, gell? Ja. So, dann habe ich 2 Rapsöl mitgenommen. Dann habe ich 1 Frittierfett mitgenommen, weil der Christoph, der wünscht sich für morgen, dass die Pommes selbst gemacht werden. Deswegen habe ich 1 Frittierfett mit. Dann habe ich 1 flüssiges Tahin mitgenommen. Dann 1 das vegane Hack von der Mühle. Und zum Probieren habe ich das von Ja, jetzt mal mitgenommen. Weil es halt schon ein krasser Preisunterschied ist. Aber ich wollte jetzt auch mal das probieren. Dann habe ich für den Christoph 1 Chorizo Mild mitgenommen. Da werde ich für ihn nächste Woche eine Kartoffelpfanne machen. Mei, die Sonne blendet so. Ich muss schnell Rollo runter machen. Moment. So. Dann durfte mit. Moment. Dann habe ich 1 Garam Masala Gewürz mitgenommen. Dann durfte 2 griechischer Joghurt mit 2% Fett mit. Dann habe ich 1 noch das Pommesalz mitgenommen. Dann habe ich 1 für morgen für den Döner Hähnchenbrustfilet mit. Dann habe ich 4 Topfen. Also Quark mit 3% Fett.
Und zweimal Speisequark mit 0,2% Fett. Dann habe ich 8-mal das Buttergemüse mitgenommen. Und an Süßigkeiten durfte diese Woche einmal diese Haribo-Box mit. Und einmal für die Kinder diese kleinen Tütchen. Das war's schon. Kochmäßig heute gibt es Fischstäbchen mit Kartoffelpüree, Gurkensalat und Buttergemüse. Morgen gibt es selbstgemachte Döner. Sonntag wird es wahrscheinlich für Christoph diese, wie heißt es, diese Bohnen mit Speckpfanne geben, wo ich euch letzte Woche ja erzählt habe, weil wir haben das nicht gemacht über die Feiertage. Deswegen wird es morgen geben, am Sonntag geben. Und für die Kinder und mich werde ich Burritos machen. Montag gibt es diese Kartoffelpfanne mit Chorizo. Genau, aber mehr habe ich noch nicht geplant. Genau. Ausgegeben habe ich 92 Euro und ein paar Zerquetschte, ich glaube 18 Cent oder so. Ich finde, das geht okay, ist okay. Ist ja auch relativ viel frisches Obst und Gemüse dabei. Genau. Ansonsten war es das. Ansonsten wünsche ich euch noch einen ganz, ganz tollen Tag, ein ganz entspanntes Wochenende und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.